einer. Der Film Voodoo – The New Generation bietet die für Takashi Miike übliche Mischung aus grotesken Gewaltdarstellungen und bizarrer Sexualität. Hinzu kommt ein hauchbuddhistischer Mythik, der Name Voodoo, wörtlich unbeweglich oder unbeugsam, ist der eines Wissenskönigs, der als Verbündeter im Kampf gegen böse Kräfte verehrt wird. Die etwas später im Film eingeführte Gestalt der Lehrerin Miroku ist in diesem Zusammenhang auch noch zu erwähnen. Miroku ist der japanische Name Maitreyas, dem Buddha der Zukunft, der jedoch die eigene Buddhaschaft aufschiebt, um als Heiliger den Menschen zu helfen. Sowohl Rikifudo wie die Lehrerin tragen Tätowierungen dieser Figuren des buddhistischen Pantheons auf ihren Rücken tätowiert.復讐は復讐を呼ぶわ。先生。先生。本当の目的ば教えてくれんですか？ Miike benutzt dieses Stilmittel, um den Generationenkonflikt zwischen der Hauptperson Rikifudo und der alten Yakuza-Generation, um dessen Vater darzustellen. Die Nakasso-Hochschule für Wirtschaft, die Rikifudo besucht, taucht im Film immer wieder als Handlungsort auf. Sie dient ihm als Stützpunkt, von dem aus er seine Yakuza-Aktivitäten koordiniert und unter den Schülern Mitstreiter rekrutiert, die ihn im Rachefeldzug gegen den Vater unterstützen. Irasshaimase! Coffee-Service des! Dozo! Arigato! Wohl in erster Linie eher Genren wie Yakuza-Film oder Manga-Verfilmung zuzuordnen, ist Voodoo – The New Generation durch die Reduzierung der Schule als Schauplatz Rikifudos Rachefeldzuges auch als Schulfilm interessant. Die Schüler sind entweder in diesen verwickelt oder erfüllen lediglich Statistenrollen. Die Lehrerfiguren, die im Film auftauchen, sind ziemlich nutzlose Gestalten. I only ask. Because it must be so hard for him. Because it must be so hard for him. この only asked ただ何々しただけだ。
これはようテストに出る件から覚えてからいけんぞ。それからこの He doesn't seem all that sad to me. Abgesehen von den eingeschleusten Yakuza, in der Person der Englischlehrerin Miroku. Hey you! It's my class. Listen to me. Okay? Sorry, but I'm just calling now. It doesn't matter. Please go ahead. Und des Sportlehrers Gondo. これ全財君に。Gerade dadurch, dass in diesem Film die Schule aus den pädagogischen Zusammenhängen herausgelöst ist, wird die in Japan immer noch propagierte Wichtigkeit der Schulbildung negiert. Es wird weder die sogenannte Lernhölle noch die mit ihr verbundenen Zukunftsperspektiven thematisiert. これで仁王会と夜叉組は 100% 手を結びました。ノーマの最終目的は？やつは何度も北朝鮮に出入りしてる。組が日本の中枢のコンピューターに侵入し、軍事に関するデータを集めとっても、組んためだけじゃなかばい。それば欲しがっとっとは北朝鮮隊。やつは北朝鮮とグルになってアメリカと戦争するつもりたい。Der Film ist eine gelungene Manga-Umsetzung und nicht nur Yakuza-Filmfans zu empfehlen.